Hey, grüß euch, meine Lieben. Heute wird es natürlich wieder hier um den M119 gehen. Ich werde die Zylinderköpfe einmal abmachen, die restlichen Hydroschlüssel und so weiter, den Steuerdeckel, alles abmachen. Wie das Ganze dann von innen aussieht und ob es soweit gut aussieht und das nur die Gleitschiene ist, das werden wir sehen, das werden wir uns genau angucken. Seid gespannt, jetzt geht's los. Let's go. Jetzt stellt sich sicherlich der eine oder andere von euch die Frage, der sich zumindest mit Motorenbau auseinandergesetzt hat, wie werde ich das Ganze hier auseinanderbauen und wie werde ich das nachher wieder zusammensetzen? Die Dinger, die sind doch eingelaufen über die Nockenwelle, die Federn und die Teller und die Hydrostößel. Die sind alle genau an dem Platz so eingelaufen, wie die an diesem Platz eingelaufen sind, eingefahren sind. Hier funktionieren die gut, auf einer anderen Stelle können die schon wieder schlechter funktionieren. Wie bekomme ich die nachher wieder an die richtige Stelle? Und warum macht man das überhaupt? Da gehe ich wie folgt vor, und zwar packe ich die Ventile meistens mit dem ganzen Federtrieb und so weiter in so kleine Tütchen. Ich habe außersehen mal hier so Brottütchen oder so gekauft anstelle von Mülltüten. Keine Ahnung, warum ich die gekauft hatte. Die lagen jetzt jahrelang bei mir im Schrank rum. Jetzt kann ich sie endlich missbrauchen hier für diesen Einsatzzweck. Ich habe hier die beiden Zylinderbänke einmal aufgeführt. So, einmal erste Zylinderbank, zweite Zylinderbank, hier sind die Ventile beschriftet und so kommen die Hydroschlüssel und die Ventilteile auch in die passenden Tütchen von 1 bis 32. Hier ist die 32. Ventilstelle und genau, ich werde die hier reinpacken in diese Tütchen, so komme ich nicht durcheinander und so kommen die nachher auch wieder genau an Ort und Stelle, wohin die gehören. Alle Hydrostößel einmal hier drin. Super, geil. Oh, Scheiße. Auch abgerissen. Es wäre einfach zu schön, um wahr zu sein, wenn einmal etwas funktioniert, so wie man es sich vorgestellt hat. Ein altes Auto hat natürlich Probleme. Es gibt immer wieder feste Schrauben. Das haben wir hier auch. Stahlschrauben in Aluminium. Und da sind natürlich ein paar abgerissen. Hier drin ist eine abgerissen. Die ist aber relativ weit unten abgerissen, was gut ist. Hier oben, die wäre fast abgerissen, die habe ich aber dann rausbekommen mit einem Vielzahnschlüssel oder mit einer Vielzahnnuss. Und die letzte Schraube, die ist direkt hier oben am Kopf abgerissen, die konnte ich nur mit der Zange abmachen. Trotz heiß machen mit der Flamme, trotz Teflonspray, es hat sich sonst nichts gelöst. Der Kopf ist abgerissen, hier steckt noch der ganze Bolzen drin. Jetzt haben wir das Problem, dass ich die Ansaugbrücke hier nicht abbekomme. Das ist eine feste Verbindung, da sind so Salze zwischen Korrosion, zwischen Schraube und Bohrung und deshalb ist das einfach fest. Man kriegt es hier auch nicht wirklich bewegt, wie ihr sehen könnt. Da passiert nichts, man kriegt das so nicht ab. Ich kann es noch mal ein bisschen rum experimentieren, es wird aber wahrscheinlich nicht klappen. Jetzt habe ich mir überlegt, ich werde wie folgt vorgehen. Ich werde die zweite Zylinderbank hier einmal den Zylinderkopf abnehmen und dann kann ich eventuell die ganze Ansaugbrücke einmal hier hindrehen und dann löst sich hier eventuell dieses ganze Siftzeug zwischen Schraube und Bohrung. Das werde ich jetzt machen. Seid gespannt. Vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Thank you.
einfach mal, wie der Kopf von unten drunter aussieht. Oder von innen. Oh ja. Sieht doch ziemlich gut aus, finde ich. Kann man nichts sagen. Ziemlich gut. Die Zündkerzen sehen auch noch ziemlich gut aus. Ja, Wahnsinn. So wie es aussieht, muss ich jetzt hier den Kopf auch noch abmachen. Weil ich kriege das Teil noch immer nicht gedreht. Da die Ansaugbrücke hier unten im V drin sitzt und man nicht darüber hinauskommt. Das war ein bisschen ein Denkfehler. Das ich hier gerade habe, ist, dass dieses Gleitschienenstück da extrem verkeilt ist mit Kette und Zahnrad. Dadurch drückt das Zahnrad in die eine Richtung und die Kette gegen den Block bzw. gegen den Stirndeckel, Steuerdeckel, Steuerkettendeckel, wie auch immer. Dadurch, dass es dagegen drückt, ist das da extrem verkeilt in der Ecke und geht halt in die Richtung mit ab, also auch das Zahnrad, und löst sich vom Motorblock, was wir aber nicht gebrauchen können, weil wenn sich dieses Zahnrad hier aus dem Motorblock herauslöst und mit der Kette hier zur Seite hin wandert, dann kriegen wir das nicht ab, weil die Kette sich nicht seitwärts so gut bewegen lässt und die ist ja noch unten an der Kurbelwelle fest. Bedeutet, das blockiert und das versuche ich jetzt da ein bisschen abzuhebeln und hoffentlich kriege ich es hin. Da. Guckt euch das Teil an. Das ist das Gleitschienenstück. Wahnsinn. Alter. Boah. So, und jetzt müssen wir noch mal gucken, wie ich das irgendwie wieder zusammenbekomme. Die Kurbelwelle lässt sich drehen. Jetzt muss nur noch der Wandler ab. Wow. Ab ist er. Okay. Zack, Ölwanne ist ab. So. Hinten gerissen. Wo? Ein Scherz, Bro. Zieh endlich diese blöde Steuerkette. Kannst du ja am Hals packen, ja. Ja, die mache ich mir. Schön über die Ringe. Das wird jetzt mein Karnevalskonzert, ja. Das ist Königskette. Mit bisschen Gold ansprühen. Ja. Machst du die Kette auch mal? Ja, klar. Ach, ja, klar. Die ist doch gut. Die kann man nur umziehen, den Junge, auf links. Die ist ein bisschen länger geworden. Komm, ihr Pussy, so, zieht jetzt mal an. Konzentration. Eins, zwei. Warte. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ein bisschen höher, Leute. Ihr müsst höher. So, zack. Geile Kiste, Junge. Guck mal, ich fahr vor 8. Blubbern. 5 Euro weg. Motor ist inzwischen auf dem Motorständer. Diese beiden starken Männer haben mir geholfen. Da hören wir mal hier auf Instagram oder was. Auf jeden Fall ist der Steuerdeckel hier auch inzwischen ab. Und jetzt wird der Motor hier einmal gedreht und dann fixiert. Warum drehen wir den? Weil ich habe hier vorne eine Riefe entdeckt, beziehungsweise ein paar Riefen in dem, was ist es, der erste Zylinder? Abgebende Seite, ja, müsste der erste Zylinder sein. Genau hier, an der Seite, hier an der Stelle, haben wir ein paar Riefen. Und da will ich gucken, wie der Kolben aussieht insgesamt, ob ich den Kolben neu machen muss oder nicht. Deshalb ziehen wir den mal schnell. Zack, dreht sich der Motor ohne Probleme. Ohne Probleme, jetzt wo die Steuerkette ab ist. Und jetzt komm mal hier einmal rum, bitte. Dann zeige ich mal, was hier die Sache ist, warum ich diesen Kolben jetzt, den Kolben vom ersten Zylinder ziehen möchte. Ich habe nämlich hier ein Problem. Und zwar habe ich hier haben wir eine Riefe. Gehen wir ein bisschen. Und das Problem bei dieser Riefe, also das sind nicht nur Laufspuren, sondern Riefen, da man die füllt mit dem Finger. Wir haben hier, man bleibt da mit dem Fingernagel dran hängen. Nicht krass, aber man bleibt dran hängen. Das ist jetzt eventuell weiter nicht schlimm. Ich weiß aber nicht, wie der Kolben da unten drunter aussieht. Frage an euch, was soll ich jetzt machen?
Ich gehe jetzt erstmal wie folgt vor. Ich werde den Kolben jetzt ziehen und gucke mir den Kolben von innen an, ob der starke Beschädigungen hat. Weil wenn da die Oberfläche schon sehr stark beschädigt ist, dann macht es keinen Sinn mehr, den Kolben drin zu lassen, da an dieser Stelle keine Schmierung mehr gewährleistet ist und dann hier natürlich auch weiter die Zylinderlaufbahn kaputt gehen kann. Das will ich nicht. Ich will jetzt aber auch nicht unbedingt direkt den ganzen Zylinder honen und einen neuen Kolben. Aber das, ja, im Endeffekt, wenn man es ganz perfekt haben möchte, dann müsste man jetzt auch den Zylinder neu honen. Das ist nämlich eine Alusil-Beschichtung. Die wird geätzt, gehont. Da werden die Siliziumteile im Aluminium so frei geätzt. Und ja, das müsste man hier eigentlich machen. Dann einen neuen Kolben rein, weil der Kolben ja wahrscheinlich beschädigt ist. Jetzt will ich einfach mal gucken, wie das beschädigt ist, wie stark das beschädigt ist. Und je nachdem, wenn die Beschädigung nicht allzu stark ist, läppe ich das mit einem 400er Schleifpapier einmal wieder in zylindrischer Form, glaube ich, ne? Im Umkreis, im Umfang, schleife ich einmal so rundherum, damit ich da wieder Rillen habe, die Öl tragen können, die Öl halten können. Und dann werde ich die Kolbenringe eventuell alle um 30, 90 Grad, 70 Grad, wie auch immer, alle mal verdrehen, damit alles sauber ist. Und dann kann ich auch direkt mal gucken, ob die Ölabstreifringe noch frei sind oder ob die verkokt sind, weil wenn die verkokt sind, hier an diesem Zylinder, dann ziehe ich überall die Kolben und mache überall die Ölstreifringe ab und sauber und dann wieder drauf, damit ich keinen Ölverbrauch habe. Ansonsten, wir können jetzt noch mal einmal ganz kurz gucken hier an den Zylinderköpfen. Das hier ist der erste Zylinder mit den Riefen und hier können wir an den Auslassventilen sehen, dass hier nicht wirklich stark Öl verbrannt wird, da die Farbe fast identisch ist zu allen anderen Auslassventilen. Die sind ganz, ganz kleine Stückchen brauner, muss aber nicht unbedingt sein, dass das vom Öl ist, das da mit reinläuft über die Riefen, sondern kann auch sein, dass hier die Einspritzdüse einfach ein bisschen mehr Sprit liefert, ne? Und die anderen Einspritzdüsen ein bisschen weniger Sprit liefern. Wenn man die Zündkerzen auch mal miteinander vergleicht, sieht man auch, dass manche ein bisschen grauer sind, manche sind ein bisschen rehbrauner. Das kann einfach sein, dass die Ventile mit der Zeit einfach etwas verschlissener sind. Deshalb einmal Kolben raus, dann wissen wir auf jeden Fall mehr, was Phase ist und das machen wir jetzt. Nochmal gucken, das ist der richtige Zylinder. Ich habe jetzt keinen Bock, den falschen. Genau hier. Ich wollte nur eins anziehen hier. Ja, erstmal nur einen, ne? Das ist wie kein Maus. So ist eigentlich sollte doch das linke Bein ab. Die Lagerschalen haben wir, die sehen aber mal super aus. Guck dir das an, siehst du das? Wie geil die aussehen? Die sehen quasi neu aus. Wahnsinn. Echt krass. Ja, 10.000 gelaufen. Ey, wirklich, ne? Also die sehen wirklich wie neu aus. Da ist quasi kein Verschleiß dran. Ölabstreifring ist draußen und verkokst. Wir haben jetzt hier den Kolben draußen. Der sieht soweit gut aus, wenn ich das so mal so sagen darf. Die Struktur, wir haben hier leichte Laufspuren, dass hier zumindest diese Verfärbung ab ist. Hier auch. Aber wir haben jetzt hier keine tiefen Riefen drin oder sowas. Die Kolbenringe sehen an sich auch gut aus. Die Ölabstreifringe, die sind verkokt. Also der Ölabstreifring ist verkokt. Und ja, kann aber, glaube ich, noch abführen. Ist jetzt nicht so krass abgestreift. Die Öffnungen sind alle noch frei. Aber hier an der Stelle, an der diese Riefen reingekommen sind, da ist ein bisschen stärker so eine Ablagerung, Verkrustung. Und ich vermute, dass diese Verkrustung eventuell hier diese Riefen, die hier verursacht wurden, sind wahrscheinlich durch Ablagerung, würde ich jetzt nach meiner Einschätzung sagen, durch Ablagerungen, die sich hier gebildet haben, sind die reingekommen. Ob das jetzt wirklich daran lag, keine Ahnung. Ich würde mal sagen, hier ist geballtes Wissen in der Community und die kann mir bestimmt weiterhelfen und sagen, warum hier diese Riefen reingekommen sind. Am Kolben kann ich jetzt nicht großartig etwas feststellen. Der sieht eigentlich gut aus. Und die Riefen, die sind ja auch nicht krass, aber die sind vorhanden. Was könnte das sein? Was soll ich machen? Soll ich den Kolben einfach wieder einbauen? Soll ich den Kolben reinigen und wieder einbauen? Soll ich den Ölabstreifring reinigen
Oder soll ich sogar alle Ölabstreifringe von jedem Kolben reinigen und jeden Kolben also einmal abbauen, ausbauen, die Ölabstreifringe sauber machen und wieder einbauen, einsetzen mit Montageöl logischerweise? Ja, was machen wir? Ich weiß nicht. Einmal richtig und in Ruhe. Einmal richtig und in Ruhe, sagst du. Ja. Willst du machen, ne? Ja, einfach nur im Block. Hier sehen wir die Gleitschiene. Die ist ja abgebrochen. Hier ist das abgebrochene Stück. Das sieht inzwischen so aus. Könnt ihr euch auch mal ganz genau angucken. Das ist ein richtiges, schönes Sägezahnmuster. Und das saß ja genau hier drin. Hier sitzt das Zahnrad. Dieses Zahnrad hier vom Motorblock. Wenn man mal hier schauen mag. Hier sitzt das Zahnrad. Hier ist dann diese Gleitschiene von hier oben reingefallen. Ne, so rum. Oder? Doch, so rum. Reingefallen. Hier zwischen. Und hat sich hier festgeklemmt. Durch die Kette, die hier noch läuft. Hat sich hier komplett verformt. Und hier natürlich auch ordentlich Beschädigungen, optische Beschädigungen in das Aluminium gemacht. Sogar so Rillen von der Kette. Hier sieht man auf jeden Fall, was diese Kette da verursacht hat, wie sehr die hier reingearbeitet hat. Ist nicht schön, ist aber nicht schlimm. Jetzt geht es erstmal an den Zylinderkopf, den zu bearbeiten. Hier wird ein bisschen geputzt. Die Teile hierfür sind noch immer nicht da. Mercedes lässt sich da echt Zeit, die Gleitschienen und die Kette und diese ganzen Einzelteile zu liefern. Bisher habe ich noch kein Lieferdatum. Freut mich sehr. Was willst du machen? Aber am Zylinderkopf habe ich ja noch 32 Ventile, mit denen ich Spaß haben kann beim Bearbeiten, ne? Von daher. Und eventuell auch 8 Zylinder. Wenn ihr sagt, ich soll die 8 Zylinder ziehen und da die Ölabstreifringe einmal komplett sauber machen und die ganzen Kolben nochmal so ein bisschen sauberer machen, dann mache ich das auch, ne? Also, ihr müsst sagen, was ist Phase, was soll ich machen? Macht das Sinn oder nicht, ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.